Schlüssel steht Geschäftsmann Dennis wie verabredet vor Tara und Monis Hotel, denn heute geht es zu Tommaso Cavalli in die Toskana. So putzmunter am frühen Morgen ist Dennis für die Mädels eine Zumutung. Aber er ist ihre Eintrittskarte zum Sohn von Stardesigner und Multimillionär Roberto Cavalli. Und den wollen sie sich trotz akutem Schlafmangel nicht entgehen lassen. Ja. Wir haben ja gestern schon kurz angedeutet, dass wir unsere eigene Dessous-Kollektion rausbringen wollen. Das habt ihr schon gesagt. Ja. Und ja, wir sind jetzt eben da, damit wir schauen, wie wir das weiterkriegen. Ja. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich dort ja auch irgendwas. Ja, vielleicht. Das ist halt, wie weit seid ihr damit, mit dieser Dessous-Kollektion? Die Idee steht. Habt ihr euch mal wieder Gedanken gemacht über Zahlen und wie viel bringt das ein? Wann gibt es Millionen. Wie viel muss man investieren? Wie viel Geld braucht man? Ja, na, das machen wir dann mit einem Spezialisten, der sich wirklich gut auskennt. Wir sind mehr für die Ideen, für die Kreativität, für die Entwürfe und so weiter. Ja, das ist. Da sind wir sicher besonders. Ja, das wird bestimmt nicht funktionieren, ja, das ist gut. Dennis' dezenter, sachdienlicher Hinweis wird von den Mädels geflissentlich überhört. Die Fahrt zieht sich in die Länge, doch nach 3 Stunden sind sie endlich mitten in der berühmten Toskana. Sanfte Hügel und grüne Weinberge, hier trifft altes Fürstentum auf neuen Geldadel. Roberto Cavallis Anwesen umfasst sagenhafte 60 Hektar und einen Gutshof aus dem 9. Jahrhundert. Oh, heiß ist schon mal. Geht's? Ja. Schön. Das ist die Toskana. Ja. Schaut aber ganz aus wie eine Wüste. Ja, ich habe auch gedacht. So eine Braun. Wunderschön. Schaut euch das bitte an. Das sind doch wunderschöne Berge, Hügel. Der Dennis sagt, wir sollen den Ausblick bewundern. Bitte, was interessiert mich so geschissene Häuser am anderen Berg drüben? Sowas kann mich nicht begeistern. Bin schon anspruchsvoller. Und da wohnt er, oder was? Ja, genau. Da wohnt er und hat auch hier seine Weine. Und wir können da gleich vor, weil ich glaube, der wartet schon auf uns. Flache Treter und zugeknöpft bis oben hin. Tara hat sich für die Hausfrauen-Variante entschieden. Rechnet sie doch damit, dass sie heute das ein oder andere Cavalli-Teilchen abstauben kann. Das sind Feigen, oder? Ich glaube schon. Guck mal, da jetzt die Bäume bestimmen. How are you? Hello. Hallo. Moni, abpassen. Drücke, helfen. Oh, Tara, this is Moni. Hi. Hello, Moni. Hello, Tara. Und Malu. Malu. Okay. Der erste Eindruck von dem Sohn jetzt vom Herrn Cavalli ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir gedacht, er wird groß sein und voll so ganz vornehm und elegant und halt auch so mit Mode und Fashion und so. Dabei ist er nur so klein und ganz normal. Ich hab das auf jeden Fall gar nicht geschnallt, dass er das ist, aber eh voll normal. Ich meine, sein Bruder ist ja Designer, sein Vater ist ja Designer. Der kennt sicher gute Kontakte. Also ich hoffe, das zahlt sich aus, dass wir da so lange hergefahren sind. Tara und Moni sind auf schnelle Autos, Luxusanwesen und begehbare Schränke eingestellt. Doch der unscheinbare Herr mit den Geheimratsecken, der tatsächlich Tommaso Cavalli himself ist, führt sie in eine Gruft und nicht in einem Palazzo. Das ist der Petit Verdot of last year, 2012. Siehst du, der macht das mit dem Finger halt was zu und das ist wie Luft. Also irgendwie riecht es im Weinkeller voll verschimmelt. Das ist ja voll unhygienisch. Ich meine, Und das trinken wir dann und der Wein da in die ekligen Holzfässer drinnen. Ich meine, wenn, dann musst du schon ein Glasfass oder Plastik sein, damit das gescheit hygienisch ist. Holz ist ja nicht hygienisch. Wenn sich da ein Holzwurm durchbohrt, dann haben wir lauter Würmer im Wein oder was. Also ich weiß nicht, ob das den Mädels da bewusst ist, dass sie sich gerade in einem Weinkeller befinden, der mehrere Millionen Euro wert ist. And how much worth is this? Die Schimmelkeller? Just like this, so. But I told you, you know, these rooms, it's able to contain something about 300 barriques, something like this. In this part, there is the 2012 vintage, and we are preparing for the coming harvest. And where's the vodka? We heard you make vodka, yeah, too. The vodka, yes. First but, Italian vodka, right? Yeah. But we don't take care of the production. It's produced in Piedmont from a distillery that is there, that is called Francoli. I take care of the distribution. My father wanted me to be involved in this project, and I accepted with enthusiasm also because I was already involved with the wine. Nein, es gibt kein Wodka.
Das ist immer falsch. Hab's nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, hier gibt's nur Wein. Und Pferde. Ah, oh, krieg die Krise. No, don't open. No. Nein. Nein. Das ist so groß. Todesängste habe ich gehabt. Ich kenne ja auch den Malo. Der bellt genau dann, wenn es nicht sein sollte. Bin gleich weggelaufen. Mich gleich in Sicherheit gebracht. Während Signore Cavalli über sein hochdotiertes Pferd spricht, braucht Tara einen willigen Träger für ihr Luxustäschchen. Ich habe ihm Dennis kurz gesagt, dass er meine Tasche haltet. Und nach 2 Sekunden hat er es mir gleich wieder hingehalten. Ich meine, da wollte ich gerade mal meine Angst überwinden und vielleicht zum Pferd hingehen. Kann er nicht mal 2 Sekunden meine Tasche tragen, wenn ich eh in der anderen Hand den Malo habe? Ja, ich weiß nicht, was ihr glaubt. Ich bin ja nicht ihr Kleiderhaken oder Kleiderständer. Das ist doch so ein Trottel. Also ich hasse das, wenn ein Mann nicht mal kurz seine Handtasche tragen kann. Richtig wie ein Modelpferd aus. Ja, ja, echt. Schau dir mal was auch an. Der ist ja auch so klein. Ich wollte mich hintrauen, aber gewisse Personen können nicht mal für 1 Minute meine Handtasche halten, dass ich mal hingreifen kann. Dara ist voll angepisst auf ihn. Ich habe keine Ahnung, was er zu ihr gesagt hat oder so. Na ja, manchmal sagt er halt komische Dinge oder so. Aber mein Gott, da muss er ein bisschen tolerant sein. Lenis, könnt ihr eben ein paar Minuten da bei den Pferden bleiben und wir beenden gerne das Gespräch? Gerne, aber ich kann nicht garantieren, dass ich dann da ist. Und ich auch Spaß. Ich werde jetzt was, du wirst was? Habe ich nur falsch gehört. Ja. Also ich bin gleich wieder zurück. Er versucht die ganze Zeit witzig zu sein, aber irgendwie nur zu Moni. Zu mir tut er immer so Grimassen schneiden, wenn sie nicht hinschaut. Und tut immer so depperte Meldungen schieben. Das geht mir schon ziemlich am Arsch. Und du findest ihn jetzt süß, oder was? Naja, süß. Also sauer. Nein, sauer auch nicht. Aber er ist schon sympathisch. Hat mir viel gequatscht beim Autofahren. Abgesehen davon, dass ich geschlafen habe. Ja. Ist okay. Ich finde es so cool. Eigentlich haben wir einen urguten Fang gemacht. Weil wir suchen einen Mann, der hübsch ist, der erfolgreich ist, halt ein bisschen Kohle hat. Und das ist ja eigentlich alles. Der ist auch nicht einmal alt, gar nichts. Und der ist auch normal. Theoretisch hätte ich schon das Budget, so ein Pferd zu kaufen. Wobei, wenn er gesagt hat, das geht bis zu 250.000 und so weiter, ja, auch das wäre möglich grundsätzlich. Nur die Erhaltungskosten ist halt immer so eine Schwierigkeit und Transport und Ärzte. Und das ist halt immer wieder ein wahnsinnig teures Hobby. Ich fange mit ihm irgendwie nichts an. Wir haben nicht denselben Humor. Absolut nicht. Ja, na, witzig ist er nicht besonders, aber muss ja nicht witzig sein. Naja. Man kann cool mit traurig, wenn man eigentlich witzig sein will und überhaupt nicht ist. Ja, der hat eh schon aufgehört damit. Der hat es schon verstanden, dass wir nicht lachen. Dennis kann bei Tara nicht mehr punkten. Dafür hätte sie nichts dagegen, das beste Pferd im Stall von Cavalli Junior zu werden. Die Pferde sind ja voll viel wert. Er hat gesagt, dass eine sein Lieblingspferd ist. Das glaube ich ja. Das heißt so, ja. Er hat gesagt, 50 bis 150.000. Ein deppertes Pferd, das 1 Jahr alt ist. Das hat nur 1 Jahr füttern und ein bisschen trainieren müssen. Und dann kriegst du 50 bis 150.000. Vielleicht sollten wir die Dessous-Kollektion schmeißen und Pferde züchten. Okay, aber wie nutzen wir das Ganze für uns? Nein, das finde ich auch super, dass er so reich ist, aber. Ja, können wir nicht irgendwas daraus machen? Weiß ich nicht. Soll ich mal ein bisschen anflirten probieren? Wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sponsern wir uns auch. Hast du einen Ausschnitt? Naja. Du ziehst immer so Shirts an, wo du keinen gescheiten Ausschnitt hast. Ja. Ich meine, die müssen ein bisschen hübscher schauen. Aber dass das da so ein Bauernhof ist, weiß ich ja nicht. Naja, die Hose schaut eh passend aus. Ich habe gedacht, das sind voll die luxuriösen Stallungen und eine Villa mit dem ganzen Weinfarm rundherum. Wie weit? Das ist so. So, noch weiter. Schaut die Kette jetzt blöd aus? Die passt irgendwie nicht, gell? Ich glaube, es reicht. Gut. Schaut die Kette blöd aus? Soll ich es weggeben? Nice, good looking, but I don't know them a lot. But don't let me speak too much, because maybe my wife can be angry about this. No? Hallo. Madame Cavalli ist Gott sei Dank nicht in Sichtweite und Tommaso kann einen Blick in Taras tiefes Dekolleté wagen, denn die Dame an seiner Seite ist nur seine Pressesprecherin und die sagt nichts. Der hat so viel Kohle, Alter. So viel, so richtig viel. Mein Gott, das ganze Land gehört ihm da.
Aber trotz Aufknöpfen kein Aufreißen. Tommaso kümmert sich wohl lieber um seine Weinberge als um Tara und Monis Silikonhügel. Ja, wir haben nicht einmal Möglichkeit gehabt, mit ihm über unsere Dessous-Kollektion zu reden. Ich meine, vielleicht wollen wir auch Geschäfte mit ihm abschließen. Das ist ja voll arg, wenn 60 Hektar ihm gehören. Das ist ja, das ist ganze, ganz Toskanien. Das ganze Land, Alter. Das ist ja der König von Toskanien. Ja, voll, das habe ich mir auch gedacht. Ich wäre gern die Königin. Der König von was? Der König von Toskanien. Toskana. Ja, Toskanien dann, oder? Ja, die Moni scheint mir seit heute eigentlich besser zu gefallen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Tara ganz wenig geschlafen hat. Aber die Moni ist mir immer sympathischer jetzt, Schritt für Schritt. Ja, auch das mit den Pferden, das hat ihr gut gefallen. Und hier, alles ist schön und gut und nett. Und sie unterhält sich auch eigentlich ganz, ganz nett mit mir. Dennis nimmt seinen Job als Tourguide ernst und lässt es sich nicht nehmen, die Mädels zum romantischen Sightseeing nach Florenz zu führen. Ganz der kultivierte Gentleman legt er ihnen die Hochburg der Renaissance zu Füßen. Ja, Ladies, schaut euch das an. Das ist die Florenz. Ja, ganz bekannt für Kunst und Architektur. Genau, meine zwei Lieblingsdinge. Ja, ich hab's mir auch gedacht. Ja, und warum genau sind wir jetzt da? Naja, erstens einmal wollte ich euch zeigen, diese wunderschöne Aussicht von oben auf die ganze Stadt. Das ist herrlich. Ich kenne eigentlich keine Frau, die zumindest ein bisschen Romantik in sich hat, die da nicht dahinschmelzen würde bei so einer Aussicht. Ich weiß nicht, was der Scheiß da schon wieder soll. Ich meine, es weiß doch jeder, dass ich Kunst und Architektur nicht sehr spannend finde. Ja, jetzt genießt ein bisschen da diese wunderschöne Aussicht und diese wunderbare italienische Luft. Jetzt habt ihr es schon gesehen? Ich bin schon voll mit italienischer Luft. Es passt nichts mehr rein. Sie ist voll, wir können gehen. Ja. Jetzt habe ich einen Turm gesehen und ein Schloss und eine Kirche. Wow. Bin beeindruckt, amazed. Ich muss diesen Ausblick noch 3 Stunden genießen. Sieht man von da auch, wo dieser Glöckner von Notre Dame gewohnt hat? Ja, der hat in Paris gewohnt. Aber, ja, man sieht es leider nicht von hier. Das aber sein Haus ist ja, das Notre Dame steht doch in Paris. Nein, das steht in Paris. Das ist der Mailänder Dom. Wirklich? Ja. Google hat was anderes gesagt. Wirklich? Ja. So ein Lügner. Ich habe extra nachgeschaut. Auf Google.was? So ein Klugscheißer will uns erzählen, dass das in Mailand nicht der Glöckner von Notre Dame-Turm ist. Ich meine, was ist denn sonst? Der kennt sich nicht aus. Ganz die Business Lady hat Tara in der faden Touristenattraktion eine glorreiche Geschäftsidee. So ein Straßenmaler käme ihr für ihre Dessous-Entwürfe gerade recht. Ich habe entdeckt, da gibt es so eine Porträtzeichnung, so. Nein, bitte, den müssen wir fragen, ob er uns ein Dessous zeichnen kann. Das wäre doch perfekt. Also, ich gehe gleich hin. Do you speak English? German? She doesn't speak. Das wird schwer. Can you draw something for us? Something special? Okay. Kennst du schon voll aus? Ja. Ich weiß nicht was. Could you paint a woman's body? Yeah. The whole? No. You just have to draw the lingerie. This part. You know? We need this. Just this. Not me. Not me. Only the body. No? It's impossible? Okay. Müssen wir weiter suchen. Schade, war eine coole Idee. But thanks. Das muss ich sogar ehrlich sagen, das hat mir sogar gut gefallen. Ja, die Idee von der Tara, dass sie da drauf gekommen ist, dass sie einen Maler einsetzen als jemanden, der ihnen ein neues Design zeichnet, das finde ich eigentlich wirklich schlau. Das Einzige, was schade war, dass der ein Dummkopf war. Er hätte ja sofort Maße nehmen können und hätte ja wirklich was zeichnen können, aber leider hat er nicht so weit gedacht. Mit dem optischen Kunstgenuss hat Dennis bei den Damen nicht punkten können. Aber so ein Mann von Welt hat immer noch ein Ass im Ärmel. Auf verschlungenem Faden lotst er sie durch die Gassen der Altstadt zu dem Parfümeur der Stars and Royals. Willkommen an Lorenzo Villoresi. Ich kann leider nicht eine gute Deutsch sprechen, aber vielleicht wir werden in Englisch sprechen auch. Ne? So, willkommen in Florenz.
Also wenn man reinkommt, das riecht sehr komisch. Es riecht irgendwie nicht nach Parfum, sondern nach irgendeiner ekligen gelösten Duftkerze oder so. Also wenn die mir so ein Parfum andrehen wollen, dann sage ich ihnen, dass ich das nicht gut finde. Signora Villaresi empfängt die Gäste aus Austria und führt sie ein in die geheimnisvolle Welt der Düfte, wo eine einzige Zutat mit Gold aufgewogen wird und es bis zu 3 Stunden braucht, um einen individuellen Duft zu kreieren. This is coriander, for example. Koriander? Okay, ja. Wow, das ist stark. Ja, das ist konzentriert. Ja? Okay. Also dieser Koriandergeruch riecht voll stark nach Oregano. Also nehme ich mal an, ist das Oregano gemacht oder so, weil sie gesagt hat, das ist konzentriert und so weiter. Entschuldige, ich will nicht wie eine Kräuterkistel riechen. Ich will ja duften und nicht wie eine Kräuterhexe. Da werde ich am Schluss einen Scheiterhaufen verbrannt. Nicht nur der Inhalt ist exklusiv, sondern auch die Verpackung. Erst wenn das Parfumflakon mit der Haut in Berührung kommt, verteilt sich das flüssige Gold. Das ist für das Parfum. So, das macht das Parfum nur, wenn die. Only when you touch the skin. Okay. Ja. Und dann. Moment. Ja. Mhm. Hallo. Oh, hallo. Nice Hi. To meet you. I'm Moni. Hi. Lorenzo. Dennis, nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hi. Hello, Tara. And Malu. Marlo. Hallo. Ja, yeah, so now, ihr seid jetzt, glaube ich, in besten Händen. Your ladies are in great hands. So now you can have a nice mix and talk to them. Und ich habe einen Termin. Okay. Edels. Das heißt, ich hole euch später ab und hoffe schon, dass ihr einen schönen Duft habt. Dann bist du gleich bei der Überraschung dabei. Na, ich bin bei der Endüberraschung dabei. Okay. Ja? Was? Also bis später. Baba. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Viel Spaß. Auch. Hier in Lorenzos Duftatelier ist das letzte Gucci-Parfum entstanden. Madonna, die Queen von England und jetzt auch Tara und Moni aus Simmering. Sie alle bekommen einen von der Nase des Maestros eigens für sie erschnupperten Duft. Aber wie geil ist das? Ich meine, wir kriegen ein Tara und Moni Parfum. Tara und Moni wird ja schon zur richtigen It-Girl-Marke. Wenn ich mir denke, dass auf meinem Sessel, wo ich gerade gesessen bin, die Queen gesessen ist. Wir haben heute echt einiges erreicht und der Tag ist noch gar nicht zu Ende. So, do you have already an idea of the kind of fragrance you would like to have? So, we both like the smell of candy, like sweet. Candy. Because we are sweet. We like the smell of success. Mm-hmm. Die Moni will, dass das Parfum noch Erfolg riecht. Erfolg ist harte Arbeit. Bei harter Arbeit schwitzt man. Also soll es dann nach Schweiß riechen oder was? Weil wie riecht ein Erfolg sonst? Something. Verführerisch. Mhm. Also süß muss es sein. Verführerisch, anziehend. Ein Orgasmus wolltest du haben, den können wir nicht auslassen. Es wäre geil, wenn es ein Parfum gibt, was man sich raufsprüht und dann kriegt man einen Orgasmus. Ja, das ist eine neue Geschäftsidee. Sollte man kreieren.